An diesem Abend erreichen wir live in Tel Aviv die ARD-Korrespondentin Hannah Resch. Frau Resch, lassen Sie uns sprechen über diese militärische Lage am Abend. Das israelische Militär meldet, dass Gaza umstellt, umsingelt ist. Wir haben es gerade noch mal im Beitrag gehört. Was folgt daraus? Ja, was das bedeutet, ist, dass jetzt tatsächlich dieser Krieg in eine neue Phase geht. Bisher hat die israelische Armee vor allem versucht, in den Gazastreifen vorzudringen. Jetzt, wo Gaza-Stadt umzingelt ist, kann das bedeuten, dass jetzt der Häuserkampf losgeht. Das bedeutet, die israelische Armee wird jetzt mit Bodentruppen vor allem reingehen in ein extrem dicht besiedeltes Gebiet. Viele Leute sind zwar geflohen, aber es sind auch tausende Zivilisten vor Ort. Das ist eines der großen Probleme, die die israelische Armee jetzt hat. Zusätzlich dazu ist dieser Wohnraum, der sehr eng ist, birgt wahnsinnig viele Einfalltore für Terroristen, die quasi oder die Hamas-Kämpfer, die dann tatsächlich eben auf die Bodentruppen schießen können, die dann aus den Tunneln herauskommen können. Das heißt, es ist eine extrem gefährliche Phase. Und da werden auch sehr viele Tote in den nächsten Tagen auch auf israelischer Seite befürchtet. Aber das große Problem, und da machen sich eben auch viele Menschen sehr große Sorgen, sind eben auch die Zivilisten, die jetzt in der Stadt eingesperrt sind, die nicht mehr raus können, die nicht mehr in den Süden fliehen können. Zum Beispiel am größten Krankenhaus in Gaza sind mittlerweile mehrere tausend Geflüchtete, die versuchen dort auszuharren und Schutz zu suchen. Unter diesem Krankenhaus sollen sich aber Tunnel der Hamas befinden. Das heißt, die Frage ist, wie wird Israel und die damit umgehen. Premier Netanyahu hatte über den Tag gesagt, man befindet sich jetzt auf dem Höhepunkt des Krieges. Das Ganze, was Sie jetzt gerade beschreiben, was in den nächsten Tagen vor uns liegt, läuft ja quasi vor dem Hintergrund ab, dass die internationale Stimmung etwas kippt. Selbst US-Präsident Biden hatte gestern von den USA aus die Forderung nach einer Waffenruhe oder einer Feuerpause formuliert. Wie wird das in der israelischen Öffentlichkeit aufgenommen? Also man muss ganz klar sagen, dass die USA halt der größte Unterstützer von Israel sind, militärisch, aber auch moralisch. Und Israel ist angewiesen auf diese militärische Hilfe. Sie wollen diese Hilfe auch nicht verlieren und wollen natürlich irgendwie die USA auf ihrer Seite als Freund behalten. Das heißt, bis zum gewissen Grad wird die israelische Regierung da jetzt den USA entgegenkommen müssen. Das heißt, es werden wahrscheinlich mehr humanitäre Güter nach Gaza gebracht werden. Aber ob es wirklich zu einer Feuerpause kommt, das ist unklar. Netanyahu hat bisher eigentlich immer ganz klar gesagt, die wird es nicht geben. Das würde die militärische Operation stören. Gleichzeitig hat die USA eben unheimlich Angst vor einem Flächenbrand. Sie sind hier auch sehr stark militärisch vorhanden, also haben Truppen auch hier in der Region, die damit reingezogen werden könnten, wenn jetzt in Gaza die Situation sich nicht verbessert und wenn dadurch eben auch eben aus dem Norden zum Beispiel von der Hezbollah jetzt weiter Beschuss irgendwie noch zunimmt und eben die Situation eskaliert. Das heißt, der Druck der USA wird weiter aufrechterhalten werden gegenüber Israel. Genau, Sie sprechen es an, Frau Resch. Wir haben nicht nur Gaza und den Gaza-Strip, wir haben auch das Westjordanland, wir haben den Norden, den Süden Israels, überall Beschuss. Da kam etwas von Jemen in den letzten Tagen, aber eben doch verstärkt Unruhe da im Norden. Also Stichwort Hisbollah, wie gefährlich kann das werden? Also heute war der stärkste Beschuss eben von der Hezbollah auf Israel bisher in diesem Krieg. Das könnte damit zusammenhängen, dass morgen die erste Rede des Hezbollah-Führers Nasrallah erwartet ist. Der soll sprechen eben über das, was die letzten Wochen hier passiert ist. Und da ist natürlich die Sorge groß, dass das eben zu einer gewissen Eskalation jetzt nochmal führen könnte. Allerdings sagen viele Experten, gehen davon aus, dass Hezbollah eigentlich nicht Interesse daran hat, dass es zu einer vollen Eskalation, also zu einem vollen Krieg mit Israel kommt, sondern dass es eher solidarische Raketenbeschüsse zugute der Hamas quasi aus dem Libanon sind, um die es sich da handelt, und dass es jetzt eher ein Säbelrasseln ist als tatsächlich der Anfang einer Eskalation. Aber es ist eine feine Linie, weil Israel natürlich reagieren muss. Und wenn eine der Parteien eine der Beschüsse falsch aufnimmt und das eben als komplette Eskalation interpretiert, dann könnte es hoch eskalieren und dann wäre dieser Krieg noch mal ein ganz anderer als den wir jetzt sehen. Frau Resch, ein letzter Punkt. Wir haben gerade schon über die USA gesprochen. Der amerikanische Außenminister Blinken kommt morgen wieder nach Israel, startet eine neue Mission. Bisher der größte Unterstützer, auch ohne Bedingungen bisher. Könnte das kippen? Ja, wie schon gesagt, ist es tatsächlich so, dass eben diese kein, also es
dieser Punkt, es gibt keine Bedingungen für die Freundschaft mit Israel, der kippt eben gerade. Also es wird eben schon Bedingungen an diese militärische Hilfe von den USA geknüpft, und die ist eben die humanitäre Hilfe für die Leute in Gaza, auch die vielen Staatsbürger ja der USA und der Doppelstaatsbürger der USA in Gaza, und eigentlich eben jetzt mittlerweile eventuell auch diese Pause, die eben gefordert wird. Und wenn das nicht eingehalten wird, dann müssen wir sehen, wie es weitergeht. Wie gesagt, der Druck der USA wird auf jeden Fall weiter aufrechterhalten werden auf die israelische Regierung. Vielen Dank für Ihre Informationen heute Abend aus Tel Aviv. ARD-Korrespondentin Hanna Resch war das. Ich danke Ihnen.